Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hossek. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, Frau Kollegin Kirchbaumer. Langzeitbeschäftigungslosigkeit, die damalige Aktion 20.000 wurde von sehr vielen ÖVP-Gemeinden genutzt und die damalige Sozialministerin Hartinger-Klein hat sie ohne Evaluierung gestoppt. Also wir können heute gar nicht sagen, wie erfolgreich sie noch, erfolgreicher sie noch gewesen wäre. Es haben wirklich viele Menschen hier wieder Beschäftigung gefunden und unser neuer Vorschlag Aktion 40.000, der wurde ja nicht einmal von Ihnen dann leider diskutiert. Aber ich möchte gern, weil ich glaube, das war der Kollege Pöttinger heute, einige Reden davor gemeint hat, es hat ja niemand gewusst, wie das sich alles entwickelt. Ich möchte eine Lanze brechen für die Wissenschaft. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sehr wohl berechnet, was kommen wird. Und ich empfinde es als sehr spät, aber es ist zum Glück doch passiert, dass sich Salzburg und Oberösterreich jetzt entschlossen haben, hier strikte Maßnahmen zu setzen. Wer weiß, was wir noch brauchen. Und damit verbunden eine Berufsgruppe, Herr Bundesminister, zum Thema Arbeit jetzt kommend und zum Budget kommend, die wirklich knapp vor dem Ausbrennen sind. Das sind alle Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Die Ärztinnen und Ärzte, die Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegerinnen, aber auch alle anderen Menschen, die im medizinischen Bereich hier arbeiten, die tagtäglich kündigen. Also wir verlieren Leute. Die, die noch da sind, sind am Limit oder drüber. Und genau hier ist eine groß angekündigte Pflegeoffensive diskutiert worden, wo ich nicht ganz spüre oder weiß, wie die sich jetzt budgetär auch niederschlägt, wo wir der Auffassung sind, dass es notwendig wäre, dass man die Mittel fürs Fachkräftestipendium nicht nur verdoppeln müsste, sondern diese Mittel auch für die tertiäre Ausbildung zur Verfügung stellen müsste. Und vielleicht können Sie uns noch Auskunft geben, wo die Bemühungen dieser Umschulungsoffensive sind. Zwei Gruppen, die mir besonders am Herzen liegen, die Freistellung von ungeimpften Schwangeren ist bis Jahresende jetzt befristet, aber viele geimpfte Schwangere, und wir können, glaube ich, die Zeit ist so dramatisch, dass wir nicht mehr unterscheiden können, weil sehr viele Impfdurchbrüche da sind, dass auch geimpfte Schwangere hier mit einbezogen werden müssten, Herr Bundesminister. Wo bleibt die Verordnung? Und man müsste auch nicht bis 31.12., sondern nächstes Jahr noch diese Maßnahme verlängern. Und die zweite Gruppe, Menschen, die einen Attest bringen, einer Risikogruppe angehören, das ist überhaupt mit 30. Juni ausgelaufen. Und Sie könnten mit dem Herrn Sozialminister längst geredet haben, vielleicht haben Sie es auch getan, aber Kollegin Nussbaum hat Sie gefragt oder hat den Herrn Gesundheitsminister gefragt, der hat von nichts was gewusst. Sie könnten sich gemeinsam darauf einigen, dass Sie auch dieser Gruppe eine Verlängerung zukommen lassen, das wäre auch höchst an der Zeit. Vielleicht geht das noch, alle gemeinsam so oft beschworen, vielleicht schaffen wir es.